Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die Ableitungsregeln kennen. Insbesondere benötigen wir die Produktregel und die Ableitungsregel für Logarithmen. Unser Ziel für dieses Video ist es, einen Kandidaten für eine Extremstelle mit hinreichender Bedienung zu überprüfen. Und dazu haben wir am nächsten Fenster des Arbeitsblattes folgende Aufgabenstellung. Wir haben hier die Funktion f gegeben mit der Funktionsgleichung. F von x ist gleich x mal ln von x und die ist für alle x größer 0 definiert. Unsere erste Aufgabe ist es nun, wir sollen mit Ableitungsregeln zeigen, dass f' von x gleich ln von x plus 1 ist und f2' von x gleich 1 durch x ist. Versuch das zunächst bitte alleine und pausiere dazu das Video. Gut, wir benötigen, um die Ableitungen zu überprüfen, zwei Ableitungsregeln. Wir benötigen die Produktregel und wir benötigen die Ableitungsregel für Logarithmen. Als Erinnerung habe ich sie dir hier nochmal eingeblendet. Und mit Hilfe von diesen beiden Ableitungsregeln können wir nun das Ganze überprüfen. Das heißt, wir brechen die erste Ableitung von f und erhalten dann f' von x ist gleich 1 mal ln von x plus x mal 1 durch x. Wir haben hier die Produktregel angewandt, also den ersten Ausdruck abgeleitet mal den zweiten Ausdruck nicht abgeleitet plus den ersten Ausdruck nicht abgeleitet mal den zweiten Ausdruck abgeleitet. Und wenn wir das Ganze nun vereinfachen, dann sehen wir, dass sich hier x mal 1 durch x kürzt und hier bleibt 1 über. Das heißt, das Ganze ergibt ln von x plus 1. Das heißt, die erste Ableitung haben wir überprüft und nun die zweite Ableitung. Hier müssen wir nur die erste Ableitung wieder ableiten. Das heißt, ln von x abgeleitet ist 1 durch x und der 1er fällt weg. Das heißt, f2' von x ist 1 durch x. Damit haben wir die erste Aufgabe gelöst. Und nun bei der zweiten Aufgabe sollen wir, ermittle die Nullstellen von f', zeige mit Hilfe von f2', dass f dort einen Tiefpunkt hat. Versuch das zunächst bitte wieder alleine und passiere dazu erneut das Video. Gut, also wir sollen zunächst die Nullstelle von f' ermitteln. Also wir setzen die erste Ableitung gleich 0 und formeln auf x um. Dann erhalten wir ln von x ist gleich minus 1 und wenn wir nun auf x auflösen, das heißt, wir potenzieren die ganze Gleichung mit e, weil e hoch ln von x, da bleibt dann nur x über und das heißt, wir erhalten x ist gleich e hoch minus 1, also die Eulersche Zahl hoch minus 1. Nun haben wir die Nullstelle gefunden und wenn wir das ungefähr ausrechnen, dann erhalten wir 0,367. Und nun sollen wir mit Hilfe der zweiten Ableitung zeigen, dass f dort tatsächlich einen Tiefpunkt hat. Das heißt, wir haben jetzt eine Nullstelle in der ersten Ableitung gefunden. Das heißt, diese Nullstelle ist ein Kandidat für eine Extremstelle. Das heißt, weil bei Extremstellen muss natürlich die erste Ableitung immer verschwinden, also gleich 0 werden. Das heißt, es ist möglich, dass unsere Funktion f bei e hoch minus 1 eine Extremstelle hat und insbesondere sollen wir überprüfen, dass sie dort tatsächlich einen Tiefpunkt hat. Wie machen wir das Ganze nun? Wir setzen unsere Stelle, also unseren Kandidaten für eine Extremstelle, in die zweite Ableitung ein und berechnen das Ergebnis. Das heißt, wir berechnen f2' von e hoch minus 1. Wenn wir das Ganze nun einsetzen, erhalten wir 1 durch e hoch minus 1, also einfach e, die Eulersche Zahl. Und e hat ungefähr den Wert 2,71. Das ist die zweite Ableitung von, wenn wir unseren Kandidaten e hoch minus 1 in die zweite Ableitung einsetzen, erhalten wir einen Wert, der größer 0 ist. Und daraus können wir schließen, dass f tatsächlich bei e hoch minus 1 einen Tiefpunkt hat.
Das heißt, wir können schreiben, f hat ein lokales Minimum bei x ist gleich e hoch minus 1. Nochmal zur Erinnerung, warum wissen wir das so genau? Da bei unserer Stelle x ist gleich e hoch minus 1 die zweite Ableitung größer als 0 ist, wissen wir, dass an dieser Stelle unsere Funktion f', also die erste Ableitung, das Vorzeichen von negativ auf positiv wechselt. Das heißt, wir können schreiben, f' wechselt bei x ist gleich e hoch minus 1, das Vorzeichen von negativ auf positiv, also von minus auf plus. Und wenn die erste Ableitung an dieser Stelle das Vorzeichen von minus auf plus ändert, dann ändert unsere Funktion f an dieser Stelle das Monotonieverhalten von fallend auf steigend. Das heißt, unsere Funktion ist zuerst fallend und dann ab e hoch minus 1 ist sie steigend. Und aus diesem Grund wissen wir ganz sicher, dass unsere Funktion f ein lokales Minimum dort haben muss. Das war's für dieses Video und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.